Das ist die Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutia und ich freue mich heute. Es gibt einen neuen Erzgebirgskrimi, ein Mord zu Weihnachten in der ZDF-Mediathek. Und wieder als Robert Winkler dabei. Ich freue mich, dass er da ist. Kai Schewe, wie geht's dir und wo bist du? Hallo Nico, mir geht's mittelgut. Ich bin erkältet, wie so viele im Moment in Berlin. Aber der Lappen muss ja hochgehen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Und du bist ja nun mittlerweile das Finale der Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller hier, weil Theresa Weißbach war hier, Lara Mandoki war hier und ich brauche dir nicht sagen, wie großartig diese beiden Frauen sind. Du drehst regelmäßig mit ihnen. Welche von beiden fordert dich denn schauspielerisch eigentlich mehr heraus? Oh, das ist eine gemeine Frage. Beide sind ja sehr unterschiedlich in ihren Charakteren und auch in ihren Aufgaben als Figuren und insofern würde ich das gleichmäßig verteilen. Weil ich frage, weil man kann es schon sagen, es knistert sehr zwischen Saskia Bergelt, also Theresa Weißbach, und Robert Winkler. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Szenen vielleicht doch etwas anders sind als mit der Kollegin Lara Mandoki. Natürlich sind sie anders, sie sind anders gelagert in Richtung Flirt und sie sollen ja auch irgendwie zusammenkommen, aber auch nicht wirklich zusammenkommen. Das ist so gewünscht von der Redaktion und vom Sender, so dass es so eine unerfüllte Liebesgeschichte im Moment auch ist und auch wahrscheinlich bleiben wird. Denn wir wollen ja keinen Kuschelrock im Forsthaus erzählen, sondern eher so dieses Anziehen und Abstoßen. Und insofern, das macht riesigen Spaß, dieses Flirten und mit der anderen Kollegin, ja, muss ich ermitteln. Und gut, die Försterin ermittelt ja auch oft ungewollt mit oder gewollt, ungewollt. Das ist ja auch der Reiz dieser Reihe, dass eben eine Försterin mitermittelt. Aber trotzdem würde ich sagen, es macht mit beiden gleich viel Spaß, um auch Gerechtigkeit walten zu lassen. Und das ist auch meine ehrliche Meinung. Also ich finde die beide toll und tolle Kolleginnen und wir haben viel Freude. Und sie sind sehr diszipliniert und ich kann viel lernen und wir hören uns zu und sind auch nicht immer einer Meinung und so weiter und so fort. Aber du hast natürlich recht, es ist eine gemeine Frage, weil es sind beides tolle Schauspielerinnen und ich freue mich, dass du das Glück hast, mit den beiden schon so lange dabei zu sein. Und der Erzgebirgskrimi ist ja nur auch wirklich schon hart etabliert, lange da. Wie herausfordernd ist denn dann so ein neuer Film? Ja, also wir können uns da ja auch nicht ausruhen auf so einer Quote, ne? Die war ja auch mal knapp bei 8 Millionen. Das ist dann immer eine kleine Sensation. Ich schiele jetzt so eher gar nicht auf die Quoten. Ich freue mich darüber, aber ausruhen weit gefehlt. Also wir müssen da zusammen, setzen wir uns, ne? Wir haben ja auch Versammlungen dann auch jetzt im Januar wieder. Da geht es dann schon hart zur Sache. Ne? Also wir wollen spannender werden. Also wir freuen uns über die Reihe, klar, auch über den Zuspruch. Und trotzdem, ne, wollen wir politischer werden, spannender, schneller vielleicht auch. Und vielleicht greife ich da ein paar Fragen vor, aber das ist sozusagen unser Anspruch und da können wir auch nicht sagen, okay, das läuft jetzt hier so, wir gehen mal wieder runter und drehen da ein, sondern jedes Buch wird von uns allen besprochen inzwischen, das haben wir erkämpft, ne? Und wir werden, das wird unsere Meinung gefragt und wir können zu den Rollen was sagen, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, was die Reihe betrifft und sind da auf einem guten Weg. Also wir haben jetzt 8 Teile gedreht, ich war ja in 7 dabei und ja, also wie gesagt, es bleibt eine spannende Reise, wie man so schön sagt und ich hoffe, es bleibt uns noch erhalten, so ein paar Jahre. Das kann man ja nie wissen, ne, wie lange das so geht, so eine Reihe. Das stimmt, das kann man nie wissen, aber ich hab hier ein ganz, ganz gutes Gefühl. Und vor allem, lass uns mal auf die tollen Gaststars in dieser Folge gucken. Julia Strofsky ist dabei, großartig, ganz toll, wie sie spielt. Und männlich haben wir 2, also wirklich Großkaliber. Uwe Preuß ist da, spielt fantastisch. Und Wolfgang Stumpf. Was hast du denn gedacht, als du die Besetzung gelesen hast? Wir haben ja immer eine ganz tolle Episodenbesetzung. Also diese Episoden-Hauptrollen bei uns sind immer prominent besetzt. Und auch, ich dachte bei Wolfgang Stumpf, ja, das wird bestimmt interessant, zumal er ja auch, ich sag jetzt mal, ein Ostschauspieler ist und viel mitbringt für so eine Rolle als Familienoberhaupt eines mittelständischen Betriebs. Und insofern, ich habe mich sehr gefreut, hat auch großen Spaß gemacht mit ihm. Und Uwe Preuß ist einfach ein guter Typ. Es macht großen Spaß mit ihm. Er ist authentisch, er ist immer bei sich, er ist witzig, klug, hat mich auch besucht. Ich hatte drehfrei an meinem Geburtstag, wir haben ja im Februar gedreht und er besucht einen dann einfach in meiner Hütte da, ne, und sagt, komm Lara, wir fahren mal zu Kai hoch, obwohl ich den gar nicht kannte privat. Also ist ein
ist ein wacher, interessierter Schauspieler, der auch länger am Set bleibt, als er eigentlich müsste. Der ist abgedreht und schaut dann aber trotzdem zu. Und das finde ich beeindruckend, wenn ein älterer Kollege sich nicht ausruht, sondern schaut, okay, wie spielen die? Ich schaue mir das noch eine Weile an. Egal, ne, ob der Fahrer jetzt wartet, dann fahre ich halt mit euch mit. Ne? Und das ist halt das Besondere eben auch an Uwe Preuß. Ne? Das ist ein ja, einmaliger Typ und ich freue mich immer, ihn wiederzusehen. Mir geht's als Zuschauer genauso. Der Film heißt Ein Mord zu Weihnachten. Ich würde sagen, es gibt inhaltlich schon ein bisschen was her, worum es gehen könnte. Aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr verraten, wer es noch nicht gesehen haben sollte. Also die Kommissarin und der Kommissar, wir finden einen Toten in einem Bergbauschacht. Dort wurde eine Christmesse abgehalten, die sogenannte Mettenschicht. Das ist die letzte eingefahrene Schicht vor Weihnachten und das ist ein alter Brauch, der wird dort unten gefeiert im Bergbauschacht. Dort finden wir einen Toten und jetzt ist die Frage, war es ein Unfall oder Mord? Und dann geht es eben um, wie die Staatsanwaltschaft so schön sagt, um niedere Beweggründe. Ne? Und die spielen natürlich oft bei Krimis eine große Rolle. Habgier, Eifersucht, unerwiderte Liebe und der ganze Film zentral ist verankert in einem Familienunternehmen, die in einem Handwerksbetrieb, einem mittelständischen Unternehmen im Erzgebirge und dort gibt es unterschiedliche Verstrickungen innerhalb dieser Familie und die müssen wir auflösen, also quasi fast psychologisch arbeiten und schauen, wer hat da mit wem zu tun gehabt oder was ist die Geschichte dieser Familie? Und die ist kompliziert. Es wird unerwartet heftig. Also es gibt Momente, da zieht plötzlich einer ein Gewehr, dann werden Leute krass an Orten. Ich möchte gar nicht so viel verraten, es passiert wirklich viel. Ich habe damit nicht so gerechnet, dass es so krass werden würde. Bevor wir gleich noch ein bisschen vielleicht auch über die Zukunft des Erzgebirgskrimis sprechen, lass uns mal weit zurückspringen, weil mir ist was aufgefallen in deinem Lebenslauf. Du hast dein Schauspielstudium ja in Leipzig absolviert. Das war bestimmt schön. Nach dem Fall der Mauer hast du aber trotzdem an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt nochmal studiert. Warum? Also da hast du nicht ganz aufgepasst oder nicht ganz genau nachgelesen. Also ich habe anfänglich dort studiert, dann kam aber das Jahr 89 und ich habe einfach während des ersten Semesters die Schule in Leipzig verlassen und bin dann über Ungarn in den Westen geflohen und dort habe ich nochmal angefangen, von vorne in Frankfurt. Also ich musste dann nochmal eine Aufnahmeprüfung machen und habe dann nochmal 4 Jahre studiert in Frankfurt am Main. Wie war das damals? Also ich habe das Land verlassen aus politischen Gründen. Ich konnte dort nicht mehr leben. Das war unmöglich und es war sehr unruhig. Wir wissen alle aus dem Geschichtsunterricht, das ist zwar 30 Jahre her, aber das ist 89 kurz vorm Schießbefehl stand. Die Leute waren auf der Straße und zwar nicht nur Tausend, sondern Hunderttausende. Es gab eine große Unruhe im Land und die Wende war nicht vorhersehbar und es war ein großes Chaos und ich wollte mich dem nicht mehr aussetzen. Ich kam von der Volksarmee und die musste man ja vorher absolvieren, bevor man ein Studium beginnen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte raus. Und wusste auch nicht, wie es weitergeht. Ich bin einfach abgehauen, hab dann verschiedene Jobs gemacht, weiter mich beworben an den Schulen, auch Absagen bekommen und hab's dann aber in Frankfurt geschafft und bin sehr froh darüber, dass ich da nochmal neu anfangen durfte. Das ist aus heutiger Sicht natürlich für Leute, die das nicht miterlebt haben, halt Geschichte. Aber für dich war das natürlich abgefahren, ernste Realität. War dein Leben zu dem Zeitpunkt mit der Flucht in Gefahr? Was glaubst du? Also nicht wirklich, denn wir sind über Ungarn dann über das Rote Kreuz rausgebracht worden mit Bussen und dann waren wir im Westen und dann war die Gefahr ja vorüber. Also ich war dann im Freibad in Freilassing, das wurde zum Flüchtlingslager umgebaut. Das ist in Bayern unten und gut, dann war halt die Frage in Gefahr. Gut, die Frage war halt, werde ich nochmal Schauspiel studieren können? Ich Wahnsinniger habe ja den Platz gehabt im Osten. Aber schaffe ich es hier im Westen? Ne? Das ist ja so, das war so die große Frage. Und werde ich hier glücklich und zufrieden? Denn es waren ja schon auch neue Eindrücke und keinerlei Anbindung, bis auf den Vater einer mitgeflohenen Freundin. Der hat uns dann geholfen. Aber es ging ja alles von Null los, von vorne. Aber ich muss sagen, die ganzen Kommilitonen, die mich da sozusagen empfingen, nachdem ich aufgenommen wurde in Frankfurt 90 im Juni,
Da waren sehr viele selbstlose Menschen dabei. Die haben mich sofort mit an die Bretagne genommen, ans Meer. Und ich konnte Urlaub machen mit denen. Und das war ein sehr befreiendes Gefühl. Und ich habe BAföG bekommen. Also dafür bin ich dem Staat schon sehr dankbar, ne, dass ich da erstmal eine große Hilfe erfahren habe von vielen Menschen. Also das war ja einfach auch noch eine sehr frische Zeit 1990. Ne? Da war einer der wenigen, die sozusagen aus dem Osten dann in so einer, ich sag mal, Großstadt wie Frankfurt, ja, komplett finanziell orientierte Stadt, würde ich jetzt mal nicht auf den Punkt bringen, aber formulieren. Ne? Das ist sozusagen, war schon ein kleiner Schock, klar. Und aber mir wurde geholfen und wir sind dann gleich nach Paris gefahren und haben Michel Piccoli im Theater angeguckt. Also war schon auch ein Kulturschock, klar. Aber ich freue mich, dass du glücklich geworden bist. Ja. Zufrieden, ja, hoffentlich, ja. Ich arbeite dran. Was du schon weißt, aber wir noch nicht, wir sind noch nicht so gut informiert, der nächste Erzgebirgskrimi wird wahrscheinlich Schneekind heißen. So, ja. Jetzt ist es ja so, dass diese Neugier in uns allen wohnt und wir uns natürlich fragen, kannst du uns schon einen Hinweis geben oder hast du sozusagen einen Reißverschluss vom Mund? Ich habe so beides, ja. Also ich kann verraten, dass wir ein Baby finden in einem Bergbaustollen und dieses Baby ist schwarz. Und jetzt kann man sich sozusagen, das Kopfkino kann jetzt gerne angehen, aber mehr darf ich nicht verraten. Und es wird ein harter Film, es wird ein politischer Film und der wird sicherlich eine Zeitenwende, keine Ahnung, nein, der wird ein anderer Film. Und wir wollten das und wir haben uns sehr bemüht, dass wir auch mal politischer werden, dass wir auch das rechte Spektrum mit aufnehmen, das dort auch vorherrscht im Erzgebirge, da müssen wir gar nicht groß drum rumreden, bei 30% AfD-Wählerschaft und so weiter. Das wird auch thematisiert, aber eben nicht hauptsächlich. Ne? Das ist klar, es gibt wieder einen Kriminalfall und der muss gelöst werden. Wir befinden uns ja innerhalb eines Samstagabend-Krimis. Und das ist ja auch ein Korsett. Absolut. Ne, das Korsett ist da. Samstagabend heißt Familienfernsehabend. Ne, entweder Spieleshow oder ein Krimi-Light. Und da stoßen wir auch an unsere Grenzen mit unseren Forderungen oder mit unseren Wünschen. Das ist klar. Aber wir haben ja einen Beruf, alle. Und das ist der Beruf Schauspielerin oder Schauspieler. Und der setzt eben einem auch Grenzen. Und aber wir werden gehört und wir gehen weiter. Also wir drehen ja jetzt mit zwei Frauen im kommenden Jahr 23. Ne? Und Konstanze Knoche macht wieder eine im Mai und dann im Herbst mit Verena Freitag. Und freuen uns sehr, dass wir da schon auch mutiger werden jetzt. Und hoffentlich auch spannender. Bevor also dann der nächste Teil kommt, wartet jetzt erstmal der aktuelle auf euch. In der ZDF-Mediathek Erzgebirgskrimi, ein Mord zu Weihnachten und als Robert Winkler, Kai Schewe. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Danke dir. Gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest oder etwas, was dir einfach wichtig ist. Du hast noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann tut es. Denkt nicht drüber nach, wenn ihr helfen könnt, helft. Klingt einfach, ne? Aber es ist krass, ist auch so. Also bitte helft. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutja. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Kai Schewe. Bis dann. Ich fand ja deine letzten Worte ziemlich wichtig und auch, die Welt zu einem besseren Ort machen, das ist ein tolles Anliegen und ich finde, wir sollten uns einfach mehr zuhören und früher zuhören. Dass heute Abend, ja, am 12. Dezember, Montagabend, zum ersten Mal die Kirche ermöglicht, dass die Klimaaktivisten und die Politik an einen runden Tisch kommen für den Fortbestand der Zivilisation. Das ist zwar ein hehres Ziel der Kirche und ich finde das wirklich toll, das habe ich heute Morgen im Radio gehört, dass das jetzt stattfindet, dass die sich unterhalten, aber ich finde es fast zu spät. Insofern, wir sollten uns einfach mehr zuhören, früher zuhören und in diesem Sinne frohe Weihnachten.